Und damit willkommen zurück bei Gravity Falls, meine Freunde. Und ja, im letzten Part haben wir das Wasserjubilett zurückgeholt. Und jetzt gehen wir erstmal zurück zu Jeff in den Zwergenwald, gucken, was er für uns tun kann. Und im Zwergenwald haben wir ja so die ein oder anderen Sachen gefunden gehabt. Unter anderem für Schwabbel ein bisschen Futter. Bedeutet, wir werden mal gucken, dass wir dort an die Futterstelle irgendwie nochmal hinkommen. Denke ich mal, glaube ich mal. Ja, werden wir machen. Denn wir wollen Schwabbel ja was zu essen besorgen, oder? Wir sind ja keine Unmenschen. Mabel geht einfach irgendwo anders hin. Aber das ist halt Mabel. Sie tut immer nur das, was sie möchte. Das hier zum Beispiel ist auch so mega weird. Ich weiß nicht, wie wir da dran kommen, aber irgendwie werden wir später noch dran kommen. Hoffe ich zumindest. Wer will ein Wasserjuwelett? Ich! Bitte, gib's mir! Ja, komm hier. Es war nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Fantastisch. Ihr Kinder seid wahre Helden. Ihr macht das viel besser als Glenn. Mann, Glenn. Außerdem haben wir bei unserer Erkundungstour seltsame Artefakte gefunden. Auch diese Gegenstände werden die Bestien unseren armen Zwergenvolk gestohlen haben. Viel schlimmer. Die Bestie, die wir besiegt haben, hat das Wasserjuwelett als Energiequelle benutzt. Mit jeder weiteren Stunde verliert das Zwergenreich mehr an Magie. Ich habe einen Kolibri gesehen, der sich seine Lebensmüde einfach auf den Boden gelegt hat. Auf den Boden! Nimm's nicht so schwer, Jeff. Wir helfen dir jetzt. Hast du also weitere Hinweise? Gary weiß von Brian, der es von Matt gehört hat, dem es ein paar Eichhörnchen erzählt haben, dass es eine weitere Bestie im Finsterwald gesehen wurde. Dann werden wir dort als nächstes nachsehen. Aber erst reden wir mit Stan. Ja. Hier, der Jahresbericht des Baumstandes, Sir. Vielen Dank, Steve. Mal sehen. Steve, du Witzbold. Hier sind überall Zeichnungen von mir. Und hier steht, schlechteste Anführer der Welt. Hoppla, das ist mein Tagebuch. Ich weiß, dass du mich nur hochnimmst. Wollen wir nachher Fußball spielen? Ich bin ziemlich gut darin. War das ein Ja? Ich glaube schon. Wir hören voneinander. Alter, der Typ, der kriegt auch gar nichts mit. Immer noch Ärger mit den Zwergen, was? Was? Nein. Steve ist nur der Klassenclown. Aber er sollte darauf besser Acht geben. Ich habe meine eigenen Tagebuchseiten ja unter Verschluss. Moment, was? Nichts, überhaupt nichts. Ich wollte nichts sagen über meine peinlichen Geheimnisse, die auf meinen Tagebuchseiten nachzulesen sind. Viel Glück bei der Suche nach dem Erdjuwelett. Ja, das werden wir haben und brauchen, glaube ich. Okay, da unten müssen wir wohl nicht lang. Das heißt, wir gehen hier lang. Sehen wir uns nochmal um, vielleicht finden wir etwas. Das tun wir. So. Ja, Mabel hüpft schon mal voraus. So. Ich will aber jetzt nicht da entlang, sondern wir gehen den Classic Intended Way. Überspringen hier so das eine oder andere. Da oben waren wir ja.
So, Dipper macht mal hier ein bisschen heller. Der war da oben. Okay. Nein, du nicht. So, machen wir mal da auf. Und ich glaube, hier unten irgendwie war das. Den hauen wir locker flockig aus der Hüfte weg. So. Okay. Weiß ich da auch Bescheid? Zack, 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 zack. Ach, komm. Du gehst mir sonst auf den Senkel. War das nicht da unten? Nein. Da war es nicht. Es war irgendwo, aber ich weiß nicht mehr wo. Ah, hier. Und damit hätten wir dann auch das Futter für unseren kleinen süßen Schwabbel. Das hört sich wieder so falsch an. So. Das kommt mir gerade vor wie so ein Speedrun. So wie ich hier durch Eier. Ah, komm. Was? Ich bin über den gesprungen. Soll ich flachsen? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Diese Mission haben wir so gut wie von erledigt. Was? Sowas von erledigt. Suchen wir woanders weiter. Ja, natürlich tun wir das. Alles klar. Dann schauen wir mal, was wir zu tun haben. Schwabbel bekommt jetzt erstmal sein leckeres Fressi-Fressi. Und dann müssen wir mal gucken, was wir noch machen sollen, tun können, müssen. Ab in den Geschenkeladen. So. Hallo Stan. Gronkel Stan, da war ein wilde gehörnte Bestie und wir haben sie geschlagen und wir haben uns das Wasserjubilett gefunden. Wir haben das Wasserjubilett gefunden und gut gemacht, Kinder. Zum Museum. Man unterbricht keine Leute, Stan. Man tut es einfach nicht. Seht die Kuriositäten vom Gravity Falls See. Totschick, was? Diese dämlichen Touristen werden das schlucken wie frittierte Bratensoße. Okay. Ja, müssen wir uns das ja jetzt nicht angucken, oder? Nein. Sprich mit Zeus. Was hat der Zeus denn jetzt wieder für uns? Hey Mabel, die Teile, die du im See gefunden hast, sind total alt. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass sie verzaubert sind oder so. Ich habe sie an deinen Enterhaken geschnallt und wham! Jetzt verfügt er über super starke Zugkraft. Du kannst jetzt bestimmt riesige Bäume und so Zeugs damit ziehen. Okay. Ich habe im letzten Part noch gesagt, von wegen, dass wir da irgendwie was haben werden, was uns da weiterhilft. Und voila, wir haben was. Zeus, du bist ein Genie. Den ersten Baum, den ich niedermähe, nenne ich nach dir. Das wäre echt cool. So, Schwabbel bekommt auch sein Futter. Okay, er hat anscheinend sein Futter schon gekriegt. So. Ich kann das Zwergengold fast schon riechen, Kinder. Wohin jetzt? Jeff sagte, wir sollen den Finsterwald erkunden. Du weißt schon, den gruseligen Teil des Waldes.
der Legende nach flüstern die toten Bäume und man wird wahnsinnig, wenn man ins undurchdringbare Unterholz starrt. Ah, hört sich nach Spaß an. Na dann viel Glück. Neue Quest erhalten. Okay. Dann gehen wir mal in den Finsterwald. Und schauen mal, was sich da verbirgt. So. Alles klar. So. Dann schauen wir mal. Da wären wir auch schon im Finsterwald angekommen. Hervorragend. Wir brauchen jetzt mal gerade Mabel und machen mal Sus. Wir haben ja gesagt, wir benennen ihn nach ihm. Den ersten Baum, den wir umhauen. Und das war jetzt Sus. Ah! Okay, da ist schon wieder so ein dämliches Viech. Naja, Gott. Komm schon. Na komm. Komm, 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 komm und ups. Ach, ernsthaft, Mann. Ja, bestimmt, ey. Dieses Vieh will uns auch verarschen wie sonst was. Ich wette, wenn wir da runterhüpfen, ja, dann sind wir tot. Deswegen immer schön auf den Wind achten, Kinder. Denn ansonsten seid ihr verloren. So. Warte, was? Nein. Ich trau dem Braten nicht. Deswegen lassen wir das. So, Energie gesammelt. Hervorragend. Wir könnten unten lang gehen, aber... Oh Gott. So. Ja, das war vielleicht nicht so schlau, aber... Hey! Was soll's? Auch ein Nero darf mal dumm sein. Alles klar. Das ist sehr creepy hier. Wie sie kauern, weil es so kalt ist. Ja. Wir nehmen erstmal das Schwabbelfutter mit. So. Alles klar. Wow. Es ist quasi jetzt gerade wie so ein Autoscroller. Wenn man nicht aufpasst, ist man schneller weg, als man gucken kann. Halt, warte. Okay, hab verstanden. Wenn wir da wieder runter gehen, dann kommen wir zu der einen Position, wo ich eben versucht habe, aha, blöderweise hochzuhüpfen, das aber nicht geschafft habe und deswegen lassen wir das.
Ich weiß nicht, weswegen ich das gerade tue, aber ich tue es einfach mal. Und zwar das Ding dahin zu schieben, um darauf zu kommen und voilà. Ich würde behaupten, das ergibt einen Shortcut. Ich behaupte es einfach mal. Ich bin mir aber nicht sicher, deswegen... So. Hat's ihn weggeklatscht. Finden hier eine Diskette. Okay, das ist okay. Und hier hoch. Besser ist mal aufladen, weil man weiß ja nie. Und was haben wir hier? Ich glaube, dich müssen wir runterschieben, oder? Hört sich fast so an. Alles klar. Eine Runde Ping-Pong ist vollkommen legitim. So, zack, zack und... Irgendwie habe ich das blöde Gefühl, dass wir zu weit sind. Wir gehen mal zurück, weil das kommt mir schon so vor, als würde es da eher weitergehen. Nein, 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 ich will nicht. Hör auf. So, alles klar. Wir wollen ja so gut es geht alles erkunden. Okay, alles klar. Da ging es wohl einfach nur zurück. Das bedeutet, wir hätten eigentlich uns den Weg sparen können. Und dementsprechend... Naja. So, okay. Gut. Schaffen wir, schaffen wir. Oh. Ernsthaft? Wir müssen da runter? Warum sind wir denn dann erst hier hochgekommen, wenn wir eh wieder runter müssen? Weil es ein Secret war. Natürlich! Immer diese verdammten Secrets. So ein Scheiß. Weißt du, da denkst du dir so, da gehst du hin und verkackst und das dann... okay. I know everything. Ciao. Glaubst du nicht in allen Ernstes, dass ich dich hier irgendwie durchlasse? So, okay, dann lassen wir Mabel mal gerade das tun, was Mabel am besten kann. Nein. Kunterbunten Stuff tun. So. Ich glaube, das Ding müssen wir sogar da runterschmeißen. Okay. Nice. Hat jetzt keiner gesehen? Kann ja mal passieren, oder? Kann mal passieren. Kommt vor. Okay, da kann Mabel immer noch nicht dran.
Ich habe irgendwie ein richtig ungutes Gefühl. So. Okay, wir haben zwar, finden zwar jetzt jede Menge Seiten, aber sind quasi wieder am Anfang. Hahaha. Verdammt. Alles klar, Mabel ist voll am Glitchen. Glitchy bitchy. Seems totally legit. Oh Gott. Also manchmal ist die Steuerung echt hakelig. Macht dann auch keinen Spaß, wenn ich ehrlich bin. Aber hey. Okay, das ist schon wirklich gruselig as fuck hier. Ja, komm, du gehst drauf. Mabel, würdest du mal... Okay, jetzt muss sie alleine weiter, oder was? Kriegen wir schon hin. Oh Gott. Sie braucht auf jeden Fall ein Upgrade. Denn ansonsten... sieht das ein bisschen düster aus mit ihr. Ah, siehst du, da liegt was versteckt. Ah, okay, Dipper muss unten durch. Na toll. Ich glaube, wir sollten hier nicht allzu lange uns aufhalten, wenn wir die Augen da mal betrachten. Okay. Da ist der Helm. Hey Kinder, treffen mich drüben beim Steintor. Immer mit der Ruhe, Gronkel Stan. Oh Gott. Dieses komische Viech da unten, weißt du? Das wartet doch nur auf Fressen. Ich habe doch gerade eben schon mit Mabel platt gemacht, oder? Ich kann Mabel nicht zurücklassen. Ja, dann warte hier auf Mabel. So. Dann machen wir ihn jetzt hier mit Mabel platt, rufen Dipper und sagen, hier, mach mal. So, und gut ist. Yippee-yay-yay. Kannst du mal aufhören, hier so Feuer zu spucken? Was fällt dir ein? Ich glaube, ich spinne. Gut gemacht. Ihr erinnert mich an mich selbst, als ich noch jung war. Die guten alten Gräberraubzeiten. Was? Grabräuberzeiten. Sucht in diesem übelst riechenden Höhle weiter nach dem Juwelett. Ich nehme sie mit zurück zur Shack. Rauchbombe! Ja! Okay. Mach du mal. So. Das sieht vernünftig aus.
Das sieht irgendwie gar nicht gut aus, wenn ihr mich fragt. Das sieht richtig dämonisch aus. Und ich glaube, das wird es auch sein. Weil die beten ja irgendwas Böshaftes an, wie man sieht. Naja, wir werden es sehen. Oh Gott. Immer noch kein Zeichen von der Bestie. Warum starten wir nicht einen kleinen Überraschungsangriff? Kannst du für Ablenkung sorgen? Sieh mal da! Wo? Oh! Gut gemacht. So schlecht, Alter. Mach dich bereit, Mabel! Was geht mit dir? Ja, mit Sicherheit. Nimm das. Und yippee-yay. So, und friss das. Da kommt bestimmt jetzt erstmal wieder so ein Rolling Rock. Ach, verdammt. Und gib ihm! Die brauchen wir definitiv. What the f- Ja, Mabel weiß schon, was zu tun ist. Also, die. Sie kennt sich aus. Alter, das war mal so richtig der Cheatway. So, und. Wenn man mal so weiß, wie das Ganze zu funktionieren hat, dann geht das auch was einfacher, wie ich finde. Ja, bestimmt, Digga. Nimm das. Oh Gott. Mach doch keinen Sch. Mach doch keinen Mist hier. So, du Krisse. Na, komm schon. So. Und nein, ich krieg dich. So, bam. Yes. Und fertig gemacht. Jawohl. Und damit hätten wir auch das dritte Juwelett gefunden, das Erdjuwelett. Wir haben das Erdjuwelett. Geheimnisgeschwister 2 Super Beast 0 Schwabbel 5.
Ich dachte, Schwabbel hätte auch gerne Punkte. Bringen wir das rüber zu Jeff. Das wird ihm den Tag versüßen. Alles klar. Ich würde sagen, wenn euch dieser Part gefallen hat, lasst doch einfach ein kleines Kommentar da und eine kleine Bewertung. Darüber würde ich mich sehr befreuen. In dem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Mal und ciao.